Guten Abend, herzlich willkommen zu den News am Donnerstag, 24. Oktober. Das macht heute Schlagzeilen. Leichenfund. Nach dem Kampfjet-Absturz in der Innerschweiz haben die Rettungskräfte die beiden Toten geborgen. Analyse. Trotz mehr Strafverfahren gegen Tierquäler kritisieren die Tierschützer die kantonalen Unterschiede. Und Einigung. Nach dem Streik auf der Baustelle der Durchmesserlinie in Zürich wird heute wieder geschafft. Nach dem FA-18-Absturz bei Alpnach im Kanton Obwalden sind heute die beiden Todesopfer gefunden worden. Es handelt sich dabei um den Pilot und seinen Passagier, der nach neuesten Erkenntnissen das Kadermitglied des Flugärztlichen Instituts war. Auch der Flugdatenschreiber ist sichergestellt. Laut der Militärjustiz geht es aber sicher noch ein paar Tage oder sogar Wochen, bis der ausgewertet ist. Der FA-18 ist gestern bei einem Trainingsflug in eine Felswand gekracht. Spezialisten sind die Unfall Stelle immer noch am Untersuchen. Im Moment ist das Forensische Institut Zürich in Zusammenarbeit mit der Militärjustiz daran, die Spuren zu sichern, die man hat, und auch zu dokumentieren, damit die anschliessend ausgewertet werden können, zum Aufschluss geben über den Absturz selber. Wir kommen zu einem anderen Thema. Tierquäler müssen konsequent bestraft werden. Dieser Meinung ist die Stiftung fürs Tier im Recht. Erhebungen von den letzten Jahren zeigen, wegen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz gibt es mehr Verfahren als früher. Das liegt laut der Stiftung aber nicht daran, dass mehr Tiere gequält werden, sondern dass das Gesetz besser vollzogen wird. Trotzdem sind Tierschützer noch nicht zufrieden mit der aktuellen Entwicklung. Anna Muser berichtet. Den Tieren geht es am besten im Kanton Zürich und St. Gallen. Fast nie in der Schweiz gibt es so viele Strafverfolgungen von Tierquälern wie hier, wo sich besondere staatliche Stellen einzig und allein für die Rechte der Tiere einsetzen. Mit der Strafverfolgung ist es aber noch nicht da. Die Stiftung Tier im Recht fordert auch härtere Strafen bei gewissen Fällen. Ein ganz konkreter ist, wo zwei Personen probiert haben, die eigene Katze zu töten. Das haben sie zuerst probiert mit einem Schlag auf das Knick. Das hat nicht funktioniert. Nachher mit einem Moosschaber, den man am Tier hat, in den Hals drückt. Auch das hat nicht zum Tod geführt. Schlussendlich hat nachher die eine Person die Katze mit einer Bratpfanne zu Tod geschlagen. Und das hat nachher zu einer Sanktionierung von 200 Franken Buß geführt. Und hier sehen wir wirklich ein grosses Problem im Vollzug, eben auch, dass eben die Strafrahmen nicht ausgeschöpft werden. Möglich wären Bußen bis zu 20'000 Franken und Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren. Im Thurgau sind im letzten Jahr 36 Fälle von Tierquälerei zur Anzeige gekommen. Schlusslicht ist Schaffhausen, da sind es nur gerade 8 Fälle. Wird die Zahl aber ins Verhältnis zu der Bevölkerung gesetzt, kommt Schaffhausen in die Nähe vom Wert des Kantons Thurgau. Der Grund für die wenigen Strafanzeigen zu Schaffhausen sei, dass sie einen anderen Ansatz haben. Wenn es einfach darum geht, dass Vernachlässigung ist oder so, dann geht es vor allem darum, die Situation zu verbessern. Da kann man mit vielen Massnahmen, die das Veterinäramt ergreifen kann, kann man erreichen. Und das ist eigentlich das, was wir probieren, wirklich eine Verbesserung des Tieres herzubringen. Der Peter Uehlinger sieht darum im Kanton Schaffhausen keinen Nachholbedarf. Bei der Stiftung Tier im Recht sind dieses Jahr die Katzen im Fokus. Obwohl es in der Schweiz fast 1,5 Millionen Büsse gibt, machen die Strafanzeigen wegen falscher Haltung oder Quälerei von Katzen im Ganzen nur 6% aus. Das macht sie stutzig. Der Grund sei wahrscheinlich, dass bei den Katzen niemand recht den Überblick hat. Umso wichtiger, dass alle die Augen offen behalten. Dass, wenn jemand einen Tierschutzverstoß wahrnimmt, den auch meldet, sei es beim Veterinäramt oder bei der Strafbehörde, weil jedes Tierschutzdelikt ist ein sogenanntes Offizialdelikt und muss von der Behörde von Amtes wegen verfolgt werden. Wir sollen Nachbarn anzeigen, wir sollen zugunsten der Tiere einstehen, schauen, dass es ihnen besser geht. Und das geht eben nur, wenn ihre Halter verfolgt und bestraft werden. Auch im Tierschutzgesetz gibt es grosse Mängel beim Recht der Katzen. Ihnen ist zum Beispiel nur ein Artikel gewidmet. Im Vergleich dazu die Rechte des Hundes werden mit 12 Artikel genau beschrieben. Ein Haufen Artikel gibt es auch in der Lebensmittelverordnung. Der Bundesrat hat die jetzt angepasst. In Zukunft wird sie strenger. Mehr dazu in den Kurznews mit dem Tarek El Sayed. Der Bundesrat verschärft die Regeln der Rückverfolgbarkeit von Fleisch. Im Zuge der Anpassung der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstandverordnung gibt es bei Lebensmitteln aus tierischer Herkunft Änderungen. Lebensmittelhändler müssen der Kontrollbehörde in Zukunft eine exakte Beschreibung der Produkte zur Verfügung stellen können. Und das so lange, bis angenommen werden kann, dass das Produkt konsumiert worden ist. Der St. Galler Regierungspräsident Stefan Kölliker ist gestern operiert worden. Grund war ein Tumor, wie es in einer Mitteilung heisst.
Der Tumor sei in einer planmäßigen und komplikationslosen Operation entfernt worden. Schon in 10 Tagen soll der Stefan Köliker wieder arbeiten können. Bis dort ist eine Stellvertretung gewährleistet. Die Credit Suisse hat im dritten Quartal 2013 einen Reingewinn von über 450 Millionen Franken erwirtschaftet. Das sind im Vergleich zum letzten Jahr zwar 200 Millionen Franken mehr, Analysten haben aber über 800 Millionen Franken erwartet. Der Aktienwert der CS ist darum heute um 3% gesunken. Der Masern soll es an den Kragen gehen. Bund, Kanton, Ärzte und Apotheken wollen die Infektionskrankheit eliminieren und lancieren darum einen grossflächigen Impfaufruf. Das Ziel ist, dass bis 2015 rund 95% der Schweizer Bevölkerung gegen die Masern geimpft sein sollen. So werde sichergestellt, dass die Krankheit nur noch bei Einzelfällen auftauche und fast nicht mehr übertragen werden können. In der Halle 52 vom Sulzer Areal zu Winterthur ist heute der Startschuss zu der Jungkunst gefallen. Die Ausstellung bietet jungen Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Schweiz eine Plattform, um ihre Werke einem grossen Publikum vorstellen. Für den Initiator der Ausstellung sind es verschiedene Aspekte, die die Jungkunst ausmachen. Das ist die Halle, das ist die Atmosphäre, die man hier kreieren könnte. Das ist die grossartige Kunst, die wir haben. Und das ist aber ein Rahmenprogramm, das wir bieten. Wir haben jeweils am Abend haben wir Konzerte, wir haben DJs dann nachher. Wir haben dieses Jahr eine neue Kooperation mit dem Casino Theater Winterthur. Das heisst, es gibt noch kleine Slam-Blocks vor den Konzerten. Das ist natürlich auch eine ganz coole Geschichte. Also ich denke, das Highlight der Jungkunst ist wirklich, wie die Jungkunst stattfindet. Und dass du halt wirklich Kunst bis in alle Nacht erleben und geniessen kannst. Die Ausstellung geht noch bis am Sonntagabend. Mehr Infos gibt es auch unter den eingeblendeten Adressen. Die Schlieren an der Bushaltestelle Gasometerbrücke hat die Kantonspolizei Zürich heute Nachmittag einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Der Busbetrieb zwischen dem Fahrhof und der Station Schlieren Zentrum ist darum eingestellt worden. Die Polizei hat das Gebiet grossräumig abgesperrt und die Leute im angrenzenden Gebäude evakuiert. Laut der Kantonspolizei hat sich der Gegenstand nach genauerer Untersuchung dann als ungefährlich herausgestellt. Darum hat sie später alle Absperrungen wieder aufgehoben. Auf der Baustelle am Hauptbahnhof in Zürich wird wieder geschafft. Die Unia hat sich mit der Winterthurer Brandschutz AG einigen. Das, nachdem die Gewerkschaft am Dienstag die Bauarbeiten auf der Grossbaustelle für den Durchgangsbahnhof stillgelegt hat, weil polnische Bauarbeiter zu Dumpingpreisen geschafft haben. Wir haben darüber berichtet. Die Firma, die auf der Baustelle am Durchgangsbahnhof für Isolier- und Brandschutzarbeiten zuständig ist, hat sich bereit erklärt, den Betroffenen Lohn nachzuzahlen. Simon Sidicki. 700'000 Franken kommen die polnischen Bauarbeiter insgesamt ausgezahlt über. Das sei nichts als recht, meint Dunia. Die 700'000 Franken sind da, um sämtliche offene Lohnforderungen nachzuzahlen. Es ist klar, es braucht in den Einzelfällen noch verschiedene Abklärungen. Es muss genau geklärt werden, wer wie viel geschafft hat, aber auch wer welche Löhne schon bekommen hat. Für das braucht es selbstverständlich Zeit. Die Fakten müssen bis Ende Monat vorliegen und die Auszahlungen der Gesamtbeträge finden dann bis zum 6. November statt. Auch am Verhandlungstisch sind die SBB gesessen. Für sie ist viel auf dem Spiel gestanden. Wichtig für die SBB ganz klar, wir können weiterarbeiten auf der Baustelle. Wir dürfen nicht vergessen, die Durchmesserlinie wird unterbaut, die muss im nächsten Sommer eröffnet werden und Zeitverzögerungen können wir uns nicht erlauben. Nach gut 8 Stunden Verhandlung ist es am Morgen um 3 zu einer Einigung gekommen. Die Verhandlungen sind dementsprechend alles andere wie einfach gewesen. Das war ein Streit. Ein Streit auch, wer ist für was zuständig, wer muss für was den Kopf herheben. Wir als SBB haben immer klar gesagt, wir haben unsere rechtlichen und moralischen Verpflichtungen erfüllt. Und wenn dann die Parteien am Tisch sind, dann gibt es, man kann sich vorstellen, intensive Gespräche, da sprühen das so Funken. Nicht ganz so rosig sieht die Gewerkschaft Unia die Rolle der SBB im Baustellenstreit. Die SBB hat einen Auftrag im Umfang von mehreren Millionen der Firma AB Brandschutz gegeben. Eine Firma, die notabene keine eigene Angestellte hat, die so Arbeiten ausführen können.
jeder, der sich im Bau auskennt, und die SBB ist eine grosse Bauherrin in der Schweiz, muss wissen, was da für Konstrukte hinten dran kommen. Die SBB weisen die Vorwürfe nach wie vor sich. Die Winterthurer Firma AB Brandschutz AG kommt jetzt zwar für die 700'000 Franken auf, vor der Kamera haben sie aber auch heute keine Stellung nehmen. Schriftlich lassen sie verlauten: Mit unserer Bereitschaft für sämtliche Lohnnachzahlungen einzustehen, beweisen wir, dass wir für die Mitarbeitenden einstehen und das Fehlverhalten unserer Subunternehmen ausbügeln. Weil die SBB den Auftrag an die AB Brandschutz AG noch vor dem letzten Sommer vergeben hat, unterliegt der Fall nicht der neu eingeführten Solidarhaftung. Die bestimmt nämlich, dass alle beteiligten Unternehmen bei Missbrüchen, wie in dem Fall mit Scheinselbstständigkeit, zur Rechenschaft gezogen werden können. Mit dem sind wir bei der Vorschau aufs weitere Programm. Nach dem Wetter geht es im Top-Regio ums Licht im öffentlichen Raum, die Schwimmwestenpflicht auf dem Bodensee und eine besondere Umfrage zu Schaffhausen. Und wir schauen, wie eine Minderheit um ihren Lebensraum kämpft. In der Schweiz sind Durchgangs- und Standplätze für Fahrende Mangelware. Weil die Plätze so knapp sind, kommt es auch etwa zu Konflikten. Wir haben ja schon ein Platzproblem, oder wir Schweizer Fahrende. Und jetzt ist einfach neu, wo der Bund und die Kantone gesagt haben, die Schweizer Fahrende, die Ausländer Fahrende kommen auf einen Platz. Und warum das ein Problem ist, sehen Sie gerade anschliessend im Regio Spezial und jederzeit im Internet. Und in der Gesundheitssendung Top Med geht es um Zusatzversicherungen. Die Prämien der Grundversicherung der Krankenkasse steigen nächstes Jahr. Wir haben darüber berichtet. Bei den Zusatzversicherungen sieht es eventuell etwas anders aus. Laut der Firma könnten die sogar gesenkt werden. Herr Dietschi, werden die Prämien bei den Zusatzversicherungen sinken nächstes Jahr? Es ist tatsächlich so, dass im nächsten Jahr man in bestimmten Zusatzversicherungen mit tieferen Prämien rechnen kann. Insofern ist es eine positive Nachricht für alle Zusatzversicherten in der Schweiz. Bei unserer Sendung haben wir auch einen Experten für Krankenversicherungen und Präsidentin vom Konsumentenforum. Mehr dazu jetzt gerade ab der Halben. So viel zu den News an diesem Donnerstag. Ob wir uns auf ein sonniges Oktoberende freuen dürfen, erfahren Sie gerade jetzt im Wetter. Wir sehen uns im Top Regio wieder. Ich würde mich freuen, wenn Sie dranbleiben. Auf Wiedersehen.